Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil Nummer 5 meiner Megaserie über Musikproduktion. In dieser Serie produziere ich einen kompletten Song, das heißt, ich arrangiere ihn aus, ich tausche einzelne Instrumente aus und ich mische natürlich auch komplett ab und jeden Tag nehme ich dich ein Stück mit in meinem Arbeitsprozess. Gestern haben wir die Flächenpads, die Flächensounds eingespielt, um den Song noch ein bisschen zu unterfüttern, um die Refrains ein bisschen fetter noch zu bekommen, und heute möchte ich schauen, ob ich vielleicht noch ein paar zusätzliche Gitarren einspielen kann, auch für den Refrain oder einfach noch eine Rhythmusgitarre. Bevor wir jetzt gleich loslegen, an dich noch unbedingt der Tipp, falls du dich fürs Musikproduzieren interessierst, aber gerade erst anfängst und du noch so ein bisschen unsicher bist, was du alles brauchst, dann empfehle ich dir mein PDF Tools und Tipps für Musikproduktion. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir zum Beispiel Tipps, was für Musikproduktionssoftware es gibt, wo du gute Session-Musiker findest, wo du gute virtuelle Instrumente findest oder wo es Webseiten gibt, wo du lernst, Songtexte zu schreiben und so weiter. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das gerne runterladen. Und jetzt geht's los. Wir haben also gestern die Flächensounds eingespielt, um die Refrains ein bisschen fetter zu machen, die Verse noch ein bisschen zu unterfüttern. Und jetzt wollte ich einfach mal schauen, ob ich noch eine Rhythmusgitarre einspielen kann. Ganz speziell war das hier bei den Zwischenteilen und auch beim Outro. Da wollte ich noch so ein rhythmisches Element einfach mit einbauen. Und wir hören uns mal das Outro jetzt zunächst mal an. Es klingt so. Also sie spielt da schon was, die in der Originalversion wird da schon was gespielt, aber ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Rhythmik reinbringen und deswegen möchte ich noch eine Gitarre programmieren. Ob ich die dann nachher nehme oder nicht, kann ich dann entscheiden, aber ich möchte es auf jeden Fall haben, bevor ich jetzt zum Mischen gehe. Ich mache das mit einem virtuellen Instrument von Native Instruments und ich suche mir jetzt die Strummed Acoustic raus. Das ist eine virtuelle akustische Gitarre, die ich über mein MIDI-Keyboard, weil ich kein guter Gitarrist bin, anspielen kann. Und mit etwas Glück finden wir jetzt einen Funk-Pattern. Hier steht zum Beispiel Funky. Und mit etwas Glück finden wir schon einen Rhythmus, der jetzt dazu passen könnte. Ja? Ich kann also hier über die Funktionstasten das Instrument bedienen. Das siehst du hier unten, wenn ich dir das Keyboard jetzt gerade einfach mal ein bisschen größer einblende. Dann siehst du, dass ich hier Funktionstasten habe. Siehst du, dass die roten hier unten, und hier kann ich verschiedene Patterns anwählen, während ich oben Akkorde greifen kann. Ja? Und jetzt probiere ich mal, ich möchte eigentlich hier in dem Fall jetzt keinen Akkorde, sondern nur einen Ton. Das ist ein bisschen funky, schreddert jetzt hier über dieses Outro. Und das kann ich einfach auswählen. Ich möchte, dass er D spielt. Ja. Genau, das hört sich schon ganz gut an. Und ich probiere jetzt einfach mal zu diesem Outro das einzuspielen, und ich kann hier oben auch noch bei diesem Voicing hier, kann ich das Voicing wechseln. Es ist mir ein bisschen zu tief noch, und jetzt kann ich hier über das Modulationsrad, siehst du, wenn ich da hier dran drehe, dann kann ich das Voicing ändern, und zwar, dass er höher spielt. Genau, und so möchte ich es auch haben, dass er hier oben ein bisschen rumschreddert, und mal schauen, ob sich das in die Quere kommt mit der anderen Gitarre. Wir werden sehen, ich probiere einfach mal einzuspielen und hier die zwei Patterns hier auszuprobieren. Okay, los geht's gleich. Okay, ich habe jetzt ein bisschen zu spät hier aufgehört, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Wenn ich es jetzt mal ein bisschen leiser mache, dann könnte das ganz gut reinpassen. Ich will es nicht laut machen, ich will das nachher nur so ein bisschen drunter mischen, eventuell, falls mir der Part zu langweilig wird. Ich habe mir da noch als zweite Gitarre angelegt, eine auch von Native Instruments, hier die Electric Sunburst Deluxe, und ich würde jetzt gerne noch die Refrains mit Power Chords unterfüttern. Nochmal einfach nur, um eine Option zu haben. Ich weiß nicht, ob ich es später brauche, aber jetzt bin ich in der Phase des Arrangierens und Einspielens, und wenn ich den Song nachher abmische, dann möchte ich
so viele Optionen wie möglich haben. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die dann nachher brauche, aber ich möchte hier Power Chords spielen. Ja. Ich habe hier einfach so ein Rockset, Basic Rock gewählt, auch ohne Hall und alles. Ich möchte es nur mal haben, das kann ich nachher beim Mischen einfach unter den Refrain drunter mischen. Und ich probiere mal hier jetzt einfach die Power Chords mit dazu einzuspielen. Wie das dann klingt, wenn wir also jetzt direkt in den Refrain reingehen. Auch wenn wir das jetzt mal ein bisschen leiser nochmal machen. Gut, ich kopiere jetzt einfach die Spuren hier noch rüber jeweils, also vom Chorus, dass ich es überall drin habe, kopiere ich die Parts rüber von meiner Powerchord-Gitarre. Also mehr Instrumente möchte ich jetzt nicht einspielen, ich möchte auch keine Rhythmussektion mehr oder sonst was einspielen, irgendwelche Shaker oder sowas, das habe ich schon. Das heißt jetzt, wir gehen jetzt ans Committen und das bedeutet, ich muss jetzt oder ich möchte jetzt die Spuren in Audiospuren umwandeln, dass wir dann morgen anfangen können zu mischen. Ganz einfach aus, das hat zwei Gründe, warum ich MIDI-Spuren in Audiospuren umwandeln möchte. Und zwar zum einen verbrauchen diese virtuellen Instrumente, gerade von Native Instruments, wahnsinnig viel CPU, also Arbeitsspeicher. Und zweitens ist es nicht ganz ungefährlich, meines Erachtens, wenn du zu viele MIDI-Spuren beim Abmischen noch benutzt, weil die Verlockung ist viel zu groß, dann nochmal irgendwas umzuarrangieren und nochmal in den MIDI-Spuren rumzufummeln, nochmal einen anderen Akkord zu nehmen oder sowas. Also es ist wichtig, finde ich, dass du wirklich, wenn du mit dem Arrangieren fertig bist, wenn der Song ausarrangiert ist, dass du dann sagst, okay, ich mache jetzt hier mal ein Commitment, so möchte ich die Spuren haben, so klingen die Instrumente, ich mache die jetzt als Audiospuren, ich bounce die runter, sodass ich nachher ein Projekt habe, das nur aus Audiospuren besteht. Die einzige Spur, die MIDI bleiben wird, das sind meine Drums, die ich eingespielt habe, weil das ist mein Drumstudio hier über Addictive Drums und das lässt sich einfach sehr gut mischen und mit einer MIDI-Spur im Mischprojekt habe ich jetzt keinen Schmerz. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich das Projekt schließe und eine Kopie davon mache, sodass, falls irgendwas schief geht, dass ich immer noch die Chance habe, auf dieses Projekt dann zurückzugreifen oder auf die MIDI-Instrumente zurückzugreifen. Das mache ich jetzt nochmal, öffne die Kopie und dann putzen wir das Projekt aus, das heißt Spuren, die wir nicht mehr brauchen, löschen wir. MIDI-Instrumente bouncen wir als Audiodateien und so weiter. Okay, ich habe mir jetzt hier eine Kopie angelegt und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde die Originalspuren von dem Originalprojekt löschen. Das heißt, die Drums, die ich nicht mehr brauche, die Bässe, die ich nicht mehr brauche, das kann also alles weg. Und genau, die Originaldrums, das kann ich alles löschen, sodass ich auch hier einfach Platz frei bekomme. Und jetzt haben wir hier die Drums, die habe ich gesagt, die lasse ich. Und den Bass, da habe ich noch ein Bass-Amp drauf gemacht, einfach von Logic selber. Und habe den vom Ton her noch ein bisschen eingestellt, einfach am Amp direkt. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich es direkt bounce hier auf die Spuren. Den nenne ich jetzt Bass. Und jetzt habe ich tatsächlich meine Bassspur hier als Audiospur gebounced. Und kann jetzt das virtuelle Instrument löschen, das ja sehr viel Arbeitsspeicher braucht. Das ist auch ein Contact-Instrument. Das lösche ich jetzt tatsächlich und habe jetzt hier meine Bassspur als Audiospur vorliegen. Das mache ich jetzt für alle Spuren, also für alle MIDI-Instrumente, bauen sich runter als WAV-Datei, sodass wir zum Schluss ein sauberes Projekt vorliegen haben. Jetzt interessiert mich natürlich noch zum Schluss, arbeitest du auch viel mit virtuellen Instrumenten oder muss es für dich immer alles selber eingespielt sein und du mikrofonierst dann lieber ein Amp ab oder nimmst eine akustische Gitarre selber auf? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Oder ist das für dich tatsächlich ein Prozess, den du so für dich auch benutzt mit virtuellen Instrumenten? Morgen geht es dann also tatsächlich mit dem Mixing los. Ich hoffe, du bist morgen wieder dabei. Wir sehen uns und bis dann.